Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. Und heute werden wir etwas anderes machen, als ich in der letzten Folge eigentlich erzählt habe. Denn wir werden heute den A- und B-Register bauen. Das liegt daran, dass wir hier beim A-Register quasi zwei verschiedene Ausgaben haben. Einmal soll es auf den Bass schreiben und einmal eben in die ALU. Und das sind eben zwei verschiedene Sachen. Einmal soll die Ausgabe halt immer stattfinden, also die Ausgabe zur ALU soll halt einfach immer angeschaltet sein, es soll immer eine Ausgabe dahin geben und es soll eben nur auf dem Bass schreiben, wenn wir es sagen. Das sind zwei verschiedene Dinge, deshalb müssen wir da noch was machen. Wir müssen also unseren 8-Bit-Register nehmen und bearbeiten, sodass wir eben zwei verschiedene Ausgaben haben. Einmal quasi durchgängig die Ausgaben und einmal nur, wenn wir das Laden anschalten. Und ich habe eben gesagt, das ist beim B-Register genauso. Tatsächlich nicht ganz. Also ich werde es mit demselben Modul dann bauen. Das sind im Grunde baugleiche Objekte. Allerdings haben wir quasi keinen Befehl, der die Ausgabe von B benötigt. Also ihr seht, hier steht nirgendwo BU. Steht hier zwar bin und bei add und subtract, aber ansonsten gibt es halt einfach kein bu. Wir brauchen das im Grunde nicht, also wird es dann so eine Sache sein, die einfach nicht verbunden ist mit dem Rest vom Computer. Also es wird quasi keine Ausgabe von b geben, es wird einfach nicht benötigt sein. Und ja, das war's quasi mit dem Intro. Jetzt schauen wir uns an, was wir beim A-Register umbauen müssen. Und zwar haben wir hier unseren 8-Bit-Register. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ich habe die Lampen hier unten ein bisschen umgestellt. Aber an sich sind es hier die 8 Zellen vom letzten Mal. Die 8 Knöpfe, also D0 bis D7. Dann speichern, laden und die Clock. Also im Grunde ist alles noch dasselbe. Bis auf die Tatsache, dass ich hier die Lampen verschoben habe. Und jetzt machen wir Folgendes, wir können hier nicht kontrollieren, ob es an und aus sein soll, denn hier muss es im Grunde immer an sein, nämlich für die Ausgaben, die ich hier oben gleich hinpacke, müssen wir immer die Möglichkeit bekommen, die Informationen da rauszugreifen. Das heißt quasi, wir nehmen auch einfach unser Laden und nehmen das quasi vom Netz, also es ist quasi nicht mehr verbunden. Und stattdessen nehmen wir hier unseren High Constant, also konstant positives Signal, könnte man sagen. Und schade, man kann es nicht drehen. Aber egal, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Wir nehmen die Ausgabe, packen das hier überall ins Laden rein. Also hier, 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 hier. Und dann machen wir Folgendes. Wir kreieren quasi ein neues Laden, indem wir halt hier unseren Knopf benutzen. Und ich packe das einfach mal da drunter. Ist natürlich kein Knopf, aber so gesehen, damit es nicht im Weg steht. Und dann würde ich hier die ganzen Eingaben mal entfernen. Dann packen wir einfach, wie bei dem 1-Bit-Register davor, einfach Endgates dazwischen. Also wir holen uns davon jetzt 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und dann verbinden wir die eben mit dem Load hier drüben. Und ich habe das natürlich jetzt schön verschoben. Sehr gut. Wir verbinden eben mit dem Load. Und dann haben wir quasi zwei verschiedene Ausgaben, die wir nutzen können. Ich beginne mal hier unten. Und da sind wir auch schon fast fertig. Das letzte noch. So. Und dann verbinden wir natürlich die Endgates einfach mit den Lampen. Dann nehmen wir hier einmal das Load-Signal.
Gehen wir hier hin. Immer zur ersten Eingabe vom AND-Gate. Dann nehmen wir hier die Ausgaben, packen sie in die zweiten Eingaben. So, und damit haben wir quasi unser neues Load. Allerdings fehlen jetzt uns noch die Ausgaben, die immer an sein sollen. So, ich glaube, es waren 8. Und die packen wir einfach direkt da drüber. Ist jetzt ein bisschen merkwürdig hier. Aber gut, ich denke mal, kommt man mit klar. So, ich zähle doch nochmal nach, ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsächlich, wir haben nicht genug, wir haben eine zu wenig. Machen wir so. Und dann nehmen wir uns nochmal die Ausgaben und packen sie da dran. Okay, und jetzt speichern wir mal ein paar Daten ab. D2, D4, D5 und D7. Das sieht dann so aus. Speichern und Clock. Und ihr seht, hier drüben werden die Daten angezeigt. Hier unten nicht, denn dafür müssen wir hier auf Laden gehen. Dann werden die auch angezeigt. Und ich werde die jetzt auch gleich unterschiedlich benennen. Also ist jetzt ein bisschen viel Aufwand im Video. Daher mache ich das einfach danach. Aber ich denke mal so, ich werde es auch mit D0 bis D7 bezeichnen und dann irgendwie noch was davor, damit man die beiden unterscheiden kann. Also, das war es im Grunde mit dem Video. Wir haben hier jetzt unseren A-Register quasi hier mit den Ausgaben zur ALU. Und das hier sind die Ausgaben auf den Bus. Und natürlich, das wird auch unser B-Register, weil es genau baugleich aufgebaut ist. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!